So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende des KIT, ich weiß, viele Kunstwissenschaftlerinnen sind heute dabei, liebe Kolleginnen und Interessenten, man möchte auch sagen, ja, vielleicht liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ne? Und sehr geehrter, lieber Herr Krieger, vor 2 Wochen wurde die Vortragsreihe Anthropozän, die ökologische Frage und der Mensch, der sich stellt, von Frau Professor Eva Horn eröffnet. Und zwar, ich glaube, man muss noch mal erwähnen, dass sie ist unter anderem Leiterin des interdisziplinären Vienna Anthropozän Network. Das muss ich noch einmal betonen, denn es scheint eine recht wichtige Adresse für die heutigen Debatten zu sein, zumindest im deutschsprachigen Raum. Frau Horn gab uns anfangs einen Überblick aus der Perspektive der Naturwissenschaften zum Thema Anthropozän, um dann doch in die kulturelle und politische Dimension der Debatte einzusteigen. Und diese Debatte aus der kulturellen, politischen Perspektive stellt in Frage die Trennung von Kultur und Natur sowie die kulturell verankerte Formatstellung des Menschen. Das wurde durchleuchtet und ich glaube, das wird weiterhin gemacht im Laufe dieser Vortragsreihe. So. Meine Damen und Herren, wenn ich das so sagen darf, wir leben immer noch im Mittelalter. Das sage ich ab und zu im Unterricht, wohl immer mit dem Hinweis, diese provokative These sollte den Seminarraum bitte nicht verlassen. Aber das muss nicht unbedingt negativ verstanden werden. Wir leben im Mittelalter, und zwar, es gab so gute Dinge im Mittelalter. Ich sage es aus einem einfachen Grund, und zwar, wir glauben immer noch fest an den aristotelisch geprägten Spruch Natura potentior ars. Und das zwar, selbst wenn man überhaupt kein Latein kann, so ist es heute, meiner Meinung nach. Natura potentior ars bedeutet eigentlich, dass die Technik die Natur schlägt, also dass die Technik der Natur überlegen ist. Ja. Das war zum Beispiel das Motto von Tizian, vom Maler Tizian, der eben sozusagen der Meinung war, man könnte die Natur mit Talent übertreffen. Zum Beispiel in seinem Fall, er war imstande, politische Botschaften in Bildern zu vermitteln, allegorische Welten zu erschaffen und warum auch nicht, schwache Persönlichkeiten dank seiner Malkraft lebendiger darzustellen. Also Natura potentior ars könnte genauso gut das Motto eines Polytechnikums wie dem KIT sein. In diesem Sinne sind wir durch und durch aristotelisch unterwegs im 21. Jahrhundert, wenn wir denken, die Technik wird schon richten. Das KIT heißt aber auch Forschungsuniversität. Also muss noch etwas mehr als Technikgläubigkeit hier herrschen. Reden wir also heute zum Beispiel über Bilder. Heute Abend geht es bei uns um die mächtigen Bilder des Anthropozäns. Es geht darum, wie das Anthropozän von unterschiedlichen Akteuren gemalt wird und was dies über uns Menschen aussagt. Herr Krieger wird im weitesten Sinne über die Politik der Bilder sprechen, über deren Kraft, Gestaltungsprozesse zu beeinflussen, mal diskursiv, mal aufklären, mal in manipulierender Funktion. Nun würde ich gerne unseren heutigen Referenten vorstellen. Professor Peter Krieger promovierte 1996 in Kunstgeschichte an der Universität Hamburg im Graduiertenkolleg Politische Ikonografie unter der Leitung von Martin Banke, einer der wichtigsten und mutigsten Stimmen der Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert und teilweise auch im 21., wenn ich das sagen darf. Er hat an den Universitäten Hamburg und Bremen gearbeitet. Seit 1998 ist Herr Krieger Forschungsprofessor am Institut für ästhetische Forschungen, eigentlich auf Spanisch heißt das Instituto de Investigaciones Estéticas, und auch Professor an den graduierten Studiengängen Architektur und Kunstgeschichte an der Universidad Nacional Autónoma de México, das heißt die Mexikanische Nationaluniversität in Mexico City, kurz bekannt auch als UNAM. In Mexiko befindet er sich gerade, dort ist ungefähr, denke ich, 11 Uhr vormittags. Oder? Ja. Genau, Sehr richtig. schön.
Von 2004 bis 2012 war Herr Krieger Vizepräsident des Internationalen Kunsthistorikerverbands CIHA, also Comité International d'Histoire de l'Art bei der UNESCO. Und von 2007 bis 2014 war er akademischer Mitarbeiter am internationalen Forschungsprojekt Transcultural and Transhistoric Efficiencies of the Baroque Paradigm an der University of Western Ontario in London in Kanada. Zwischen 2010 und 2018 war er Mitglied der Kommission zur Kontrolle der Werbetafeln im Stadtbild im Ministerium für Stadtentwicklung und Wohnungsbau der Regierung von Mexiko-Stadt. Und im Jahr 2016 übernahm Herr Krieger die Abi-Warburg-Stiftungsprofessur am Warburg-Haus, Universität Hamburg, mit dem Forschungsthema politische Ikonografie und Ökologie der Megastadtlandschaft. Von April bis Juni 2017 war er zudem Visiting Fellow am Forschungsprojekt Literary Cultures of the Global South an der Universität Tübingen. Dieses Projekt wurde vom DAD gefördert und er war auch Lehrbeauftragter am Masterstudienprogramm Transcultural Studies der Universität Heidelberg bis im Juli 2017 eine Gastprofessur für Kunstgeschichte an der Universität Regensburg folgte. Aktuell ist Professor Krieger Koordinator des Bereichs Political Geoaesthetics of the Anthropocene, the Production of and Distribution of Paradigmatic Visual Formulae Representing Human Impacts on Earth im SNF-Forschungsprojekt Mediating the Ecological Imperative. SNF bedeutet Schweizerischer Nationalfonds. Also, seine Forschung und Veröffentlichungen umfassen das Bild und die Geschichte von Städten und Landschaften im 20. und 21. Jahrhundert, Ästhetik und Ökologie von Megastädten, politische Ikonografie von Stadtlandschaften und Architektur und natürlich auch methodische Fragen der Bildwissenschaft. Gegenwärtig betreibt er Forschungen zu Geoästhetik, basierend auf Alexander von Humboldts konzeptueller Erbschaft und bezogen auf den Geological Term. Davon werden wir heute, denke ich, etwas kosten und im Anschluss mit Ihnen auch darüber diskutieren dürfen. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag, Herr Krieger. Ja, vielen Dank für die Einladung, für die Vorstellung, Herr Munoz. Auch vielen Dank an das ganze Organisationsteam. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Danke für das Interesse. Ich begrüße Sie aus Mexiko. Paradigmatischen Megastadt des 21. Jahrhunderts, ein Beispiel des hyperurbanisierten Planeten Erde im Zeitalter des Anthropozän. Dass ich Ästhetik, was ja im Titel vermerkt ist, nicht als normative Definition des Schönen betrachte, also nicht als einen relativen Wert, sondern als sinnliche Erkenntnis. Das heißt, ich spreche von einem Erkenntnisvorgang, wenn wir ein Bild betrachten, etwa hier dieses Bild der Megastadt Mexiko in einem Luftbild aus dem Jahr 2002 von der britischen Künstlerin Melanie Smith, das die immense Ausbreitung der Stadt aufzeigt. In diesem Akt des Wahrnehmens vollzieht sich ein Erkenntnisvorgang, den die Bildwissenschaft nachvollzieht. Und meine zweite vorausgeschickte Kategorie ist das Erleiden. Das heißt, ich sitze hier in Mexiko-Stadt im 8. Stock im Homeoffice, wie wir alle in der Welt zurzeit, und habe einen Blick auf die endlosen urbanen Agglomerationen unter der Smogglocke. Oft habe ich brennende Augen, atme den Smog ein und viele andere negative Faktoren der Megastadt im Anthropozän. Ich möchte auf einen Topos hinweisen, den der Kybernetiker Heinz von Förster einmal artikuliert hat. Man lernt sich als Teil der Welt zu verstehen, die man beobachten will. Das heißt, er spricht von der Beobachterabhängigkeit allen Erkennens. Ich bringe Ihnen also hier heute keine kalte Distanz zu meinem Studienobjekt, sondern ich bin in dieses selbst integriert. Der Erkenntnisprozess beginnt mit dem Beobachten. Der Beobachter observiert die
die Daten, die visuellen Daten und entwirft moralische Prinzipien. Und in einem weiteren Schritt wird er auch zum Akteur und führt ethische Postulate aus und produziert Orientierungswissen. In meinem Fall ist das ist die Idee des Orientierungswissens der Ästhetik als sinnliche Erkenntnis, um neue Einsichten in die Zustände des Anthropozän auf der Erde zu gewinnen. Auf der Grundlage des Beobachtens beginnt der Prozess des Erkennens und ich versuche in meiner Forschung das Bild als Katalysator für Erkenntnis und Kritik zu erarbeiten, die Zustände in der Megastätte zu erläutern, zu interpretieren und genau hinzusehen, welche aufklärerischen und manipulativen Funktionen Bilder erfüllen und welche ethischen Impulse sie auch erzeugen können. Die Grundlage dafür ist die Umwandlung der Kunstgeschichte zur Bildwissenschaft, die auf Avi Warburg basiert. Und ich zeige hier, bringe hier ein Zitat von Avi Warburg: Der Leitschatz der Menschheit wird humaner Besitz. Und ich möchte dieses Zitat übertragen auf mein Thema Leitschatz. Wir leben in einem Zeitalter der Selbstzerstörung des Planeten. Wir erleiden starke Umwelteinbrücke, Umweltzerstörungen. Und das artikuliert sich in Bilder. Diese Bilder analysieren wir. Diese Bilder werden humaner Besitz und diese Bilder werden zu einem pädagogischen Material auch, um uns klarzumachen, in welchen Zuständen wir leben. Ein wichtiges Instrument dieser Forschung sehen wir hier auf dem Bildschirm rechts im Warburg-Haus, im Hamburger Warburg-Haus, wo ich 2016 als Warburg-Professor arbeiten konnte, ist der Index politische Ikonografie, den Martin Warnke und seine Mitarbeiter über Jahre hinweg aufgebaut haben und der ein kreatives Instrument für der Forschung für die Ikonografie, die politische Ikonografie der Bilder ist. Ich führe diese Arbeit in meinem Bereich der Landschaft des 21. Jahrhunderts weiter und bringe aus meinem persönlichen Fundus Ihnen heute einige Beispiele dafür. Anthropozän. Wie wir alle wissen, es ist keine offizielle geologische Kategorie. Es gibt viele Debatten darüber, zum Beispiel, ob das Anthropozän tatsächlich als Spur in den Erdschichten nachgewiesen werden kann oder ob es nur eine Konstruktion ist, die Wissenschaftler erfunden haben. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Impuls, um den Raubbau unseres Planeten zu überdenken. Und das Konzept basiert auf einem kurzen, aber doch epochemachenden Artikel von Paul Crutzen, der ja kürzlich leider verstorben ist, Geology of Mankind 2002 in der Zeitschrift Nature. Das heißt, Paul Crutzen als Chemiker und Wissenschaftler, der die Atmosphäre erforscht hat, präsentiert abstrakte Forschungen, die aber, und so meine ich, und das möchte ich heute zeigen, auch durch Bilder kompensiert werden müssen, die Bilder, die die Problematik darstellen und möglicherweise auch andere Erkenntniswege aufzeigen. Diese Bilder machen verständlich, was britische Naturwissenschaftler unlängst nachgewiesen haben, und zwar, dass die Masse der menschlich erzeugten Konstruktionen, Infrastrukturen, Städte, Industrien etc. inzwischen mehr wiegt als die Biomasse der Erde. Wir sehen hier zum Beispiel eine Fotografie des Energiekonzeptes, eine Fotografie des Mobilitätskonzeptes und auch die Schattenseite des Fortschritts, der Müll mit allen seinen sozialen und auch neokolonialen Effekten. Das heißt, diese Bilder illustrieren etwas, was die abstrakte Grafik und die abstrakte Forschung der Naturwissenschaft nicht leisten kann. Eine sehr berühmte Grafik, um das Anthropozän darzustellen, ist diese Hockey-Kurve der Great Acceleration. Auch diese Kurve braucht diese abstrakte Kurve, die ja mit dem Bild des Hockeyschlägers erklärt wird, braucht die Kompensation, so meine These, der Bilder. Ich zeige hier eine Panoramafotografie
in einer Landschaft nordöstlich von Mexiko Stadt, wo eine Gaspipeline in einem Regenwald gebaut wird. Also die Schrift des Anthropozän manifestiert sich in der Landschaft. Und ein Kunstfotograf, Fernando Cordero, hat dies festgehalten als Bild, was zeigt, wie stark die Eingriffe des Menschen in die Natur sind. Diese Forschungen, Herr Munoz hatte das schon angesprochen in der Einleitung, beziehen sich auf den sogenannten Geological Turn, der seit einiger Zeit von verschiedensten Seiten promoviert wird, wo es darum geht, dass das Geologische nicht nur ein Thema der Geologen ist, sondern auch der Geisteswissenschaften, der Künstler, der Landschaftsarchitekten und viele andere Forscher und Akteure. Das heißt, das Geologische ist ein grundlegendes Thema, was eine kollektive, transdisziplinäre Erörterung erfordert. Ich möchte das zeigen hier mit einem Zitat, was ich von der Karlsruher Ausstellung Reset Modernity von Bruno Latour seinerzeit aufgenommen habe, wo Bruno Latour sagt, der Mensch selbst ist zu einer geologischen Gewalt geworden. Das heißt, aus philosophischer und soziologischer Sicht wird hier etwas Wesentliches beigetragen zur Debatte über das Anthropozän als geologische Kategorie. Und ich kontrastiere das mit einer weiteren Luftaufnahme von Mexiko-Stadt, den endlosen Besiedlungsteppichen, die im Smog versinken und die Vulkanberge verschwimmen lassen. Ich selbst trage zu dieser Debatte, zu diesem Geological Turn, meine geoästhetischen Forschungen bei. Vor einigen Jahren haben wir in Mexiko-Stadt hier das Kolloquium Geopolis gemacht und 2017 dann zur politischen Ikonografie der Steine, wo konkret nachgefragt wird, welche politische Funktion Bilder erfüllen in den Diskursen zum Anthropozän, zum Klimawandel und zu vielen anderen Umweltproblemen in der Aktualität. In diesem heutigen Vortrag möchte ich vier Elemente als Struktur herausstellen. Elemente in Anführungszeichen, ich beziehe mich hier auf die antike Elementenlehre. Wir wissen natürlich, dass heutzutage, dass seit der modernen Chemie Wasser kein Element mehr ist, aber diese Kategorien scheinen mir brauchbar, um das Thema zu strukturieren, also als Erkenntnisraster brauchbar. Als erstes möchte ich mit dem Element Luft beginnen, also diesem Sauerstoff-Cocktail, den wir zum Atmen und zum Überleben brauchen. Ich zeige hier eine weitere Aufnahme von Mexiko-Stadt, die ich selbst aufgenommen habe bei einer Bergtour, wo wir die Dunstglocke über der Megastadt, der 20 Millionen Megastadt sehen. Die Atmosphäre ist ja eine 10 Kilometer dicke Lufthülle und nur in den unteren Schichten können wir atmen, eben dort, wo sich die schweren Gase ablagern und die Moleküle vermengen und wo sich ein richtungsunabhängiger Gasdruck, also der Luftdruck, entwickelt. Das Problem ist, dass die schweren Gase kaum vom Boden aufsteigen, also zum Beispiel die Industrie- und Haushaltsabgase, die Autoabgase, Kohlendioxid, die bei der Verbrennung von organischen Substanzen entstehen. Das alles führt dazu, dass die Atmosphäre als eine Art Gluthauch sich artikuliert. Atmosphäre ist ja ein Kunstwort aus Sphäre, also Kugel, und Atmos, das von Hesiod als Gluthauch definiert worden ist. Diese Deutung, diese Interpretation ist aktuell wie nie in Zeiten des Anthropozän. Das heißt, wir haben, es handelt sich hier um eine ästhetische Wahrnehmung des Smogs, um das Riechen des Smogs, um das Einatmen des und das Schmecken des Smogs. Ich möchte mich hier vor allen Dingen auf den Seeakt beziehen.
Das Auge funktioniert ja wie eine Kamera mit ständigem Fokussieren und es werden Nervenimpulse transformiert und im Gehirn verarbeitet. Eine Verarbeitung ist die wissenschaftliche Abstraktion. Das zeige ich hier mit einer Weltkarte, die nicht mehr ganz aktuell ist. Inzwischen haben sich die Proportionen ein bisschen verändert. Eine Weltkarte der Kohlendioxidemissionen, eine Abstraktion der Weltkarte, die zeigt, wer auf der Welt verantwortlich ist für die enormen Emissionen, die zur Klimakrise beitragen und diese wesentlich fördern. Das Bild selbst hat ein eigenes Potenzial und es ordnet sich ein in verschiedenste Bildschemata der Luftverschmutzung, die ich heute nicht näher im Detail erläutern möchte. Ich wiederhole, es handelt sich hier um einen Panoramavortrag. Aber es ist interessant hier zu sehen, dass der Smog, also die Smog-Elemente wie etwa Stickstoffoxid, gelbbraun oder Ruß, schwarz oder Staub, Luft, das unsichtbare Element, sichtbar machen. Und sichtbar machen und einen Prozess in uns auslösen. Die Arbeit mit Bildern umfasst nicht nur die Gegenwartsfotografie, sondern auch historisches Material aus dem Bereich der Kunstgeschichte. Und als Beispiel dafür zeige ich Ihnen ein Landschaftspanorama, ein Landschaftsgemälde des Malers José María Velasco, ein international bedeutender mexikanischer Landschaftsmaler aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der zahlreiche Panoramen der Hochebene von Mexiko-Stadt gemalt hat, also El Valle de México, sehen wir hier auf der linken Seite, heute alles komplett urbanisiert. Eine Landschaft, eine emblematische Landschaft, die seinerzeit auch auf den Weltausstellungen in Philadelphia gezeigt worden ist, mit den beiden emblematischen Vulkanen, dem Iztaccíhuatl und dem Popocatépetl. Und solche Landschaftsmalereien in großen Formaten sind nicht nur ein ästhetischer Genuss oder ein Objekt der Nostalgie, um zu sagen, so schön war es mal in Mexiko-Stadt, sondern sind auch eine Quelle der Umweltgeschichte und der Umweltästhetik. Diese Bereiche, mit denen ich mich beschäftige. Ein Detail zeigt hier, wie in dieser Stadt, die damals noch relativ klein war, ungefähr 200.000 Einwohner um 1900, wie da schon die ersten Zeichen der Luftverschmutzung, also zum Beispiel durch den Bahnhof mit rauchenden Lokomotiven, durch die Industrie, Papierfabriken, Seifenherstellung, Textilherstellung sichtbar werden, wie also der ökologische Druck schon um 1900 sich manifestiert, die ersten Anzeichen eines großen Problems aller Megastädte, vor allen Dingen in Peking, in China oder in Indien, aber eben auch in Mexiko-Stadt oder in South. Probleme, die ich mir nicht erklären kann, aber die existieren. Also fahren wir fort. Fahren wir fort von José María Velasco um 1900 zur Gegenwarts-Megalopolis, die ich hier mit zwei Bildern zeige. Einmal diese endlosen Agglomerationen und dann ein Bild der Zone in Polanco, eines Business District. Ich zeige diese Bilder auch, um zu sagen, dass circa 50% der globalen Luftverschmutzung durch den Bau und den Abbau von Gebäuden erzeugt wird, vor allen Dingen durch die Zementproduktion, die hochgradig die Atmosphäre verseucht. Das ist ein Fakt, der oft vergessen wird, wenn wir den Bau der Städte betrachten. Wir sprechen da über die Luftverschmutzung der Industrie durch Autoabgase, durch Methan, aber Architektur, der Bau von Städten, also das heißt, das essentielle Produkt der Zivilisation führt zu einer starken Luftverschmutzung. Stadt ist ein Klimakiller. Ein Thema, was auch 2006
Al Gore thematisiert hat in seinem Buch und in seinen Filmen und in seiner Dia-Serie in Unconvenient Truth. Wir sehen hier die Rauchfahnen über New Orleans, einer Stadt, die infolge des Sturms Katrina überschwemmt worden ist und wo viele als Kettenreaktion viele Zerstörungen dann sich manifestiert haben. Also die Rauchfahnen über der Stadt als Zeichen der nicht nachhaltigen Stadtentwicklung im Falle von New Orleans, dann auch der Bau der Stadt in Überschwemmungsgebieten. Und auf der rechten Seite, ganz interessant, das einzige Foto, die einzige Repräsentation von Mexiko-Stadt in diesem Buch ist die Luftaufnahme einer Müllhalde, einer gigantischen Müllhalde, die große Mengen an Methan produziert und toxische Elemente in den Boden und damit auch abgibt und damit auch die Grundwasserversorgung in Frage stellt. Solche Bilder, wie wir sie hier sehen, auf der linken Seite, der Unfall in einer Chemiefabrik in Mexiko, sind im Grunde genommen generisch, sind klassische Smog- und Katastrophenbilder, die die Farben zeigen, welcher chemische Cocktail ausgestoßen wird. Und es ist ein chemischer Cocktail, eine chemische Signatur, die dann einmal emittiert über den ganzen Globus wandert. Das heißt, wir können zum Beispiel auch nachverfolgen, welcher chemische Cocktail von chinesischen Städten hier nach Lateinamerika kommt. Das heißt, wir haben es hier mit einem globalen Austausch kontaminierter Wolken, Ruß, Staub, Ozon und vielen Elementen hier zu tun, die über den ganzen Globus wandern. Der Himmel ist gewissermaßen, unsere Atmosphäre ist ein Archiv, wo die Erinnerung der Luftverschmutzung festgehalten werden von chemischen Kompositionen, die sich nicht auflösen. Wir sehen das im Bild aus sicherer Distanz. Wir atmen nicht diese giftigen Wolken ein, sondern wir erleben etwas, was Hans Blumenberg als Schiffbruch mit Zuschauer griffig benannt hat in seinem Buch. Die Ästhetik der Katastrophe für Zeitungsleser und Internetkonsumenten sehen wir hier im Bild. Das ist zugleich ein Anstoß für künstlerische Arbeiten in verschiedensten Bereichen, in der Gegenwartskunst oder auch im Film. Ich zeige hier diese Ästhetik giftiger Wolken in einem Klassiker der Umweltkritikfilme, Kujanis-Kazi, wo es eine sehr interessante Synergie von bewegten Bildern und der minimalistischen Musik von Philip Glass gibt. Es lohnt sich sehr, diesen Film aus den 80er Jahren noch einmal anzusehen, diese Komposition, und darüber nachzudenken, welchen Schock diese Bilder auslösen, aber auch welche Faszination. Es oszilliert also immer zwischen diesen beiden Polen. Ich komme zum nächsten Element, in Anführungszeichen. H2O, Wasser, ist kein Element. Wasser, Ursprung des Lebens auf dem Planet Erde. Und ich möchte das erläutern am Beispiel von Mexiko-Stadt. Hier auf der linken Seite, ich trinke jetzt erstmal ein Glas, einen Schluck Wasser. Der Körper braucht ja Wasser. Mit einer Kartografie der prähispanischen, präkolumbinischen Stadt Tenochtitlan, eine Stadt, die mitten auf dem See gegründet worden ist. Eine amphibische Stadt, eine aquatische Stadt, durchzogen von Kanälen und umgeben von einem System von Seen. Und auf der rechten Seite wieder dieses Foto, was von einer Künstlerin, Melanie Smith, von einem Projekt Spiral City, der endlosen Ausdehnung der Stadt, der versiegelten Oberflächen. Das heißt, der Wandel von einer aquatischen Stadt, von einer Aquapolis hin zu einer ausgetrockneten Megalopolis. Im Lauf von 500 Jahren, also genau im Verlauf der spanischen Kolonisation und vor allen Dingen dann im Lauf der drastischen Modernisierungsprozesse im 20. Jahrhundert und des drastischen exponentiellen Bevölkerungswachstums in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
500 Jahre Misswirtschaft, Fehlplanung im Umgang mit dem Wasser, das solche Zustände hervorgebracht hat. Ich zeige hier links eine Publikation, die wir vor einigen Jahren gemacht haben, Aquapolis, wo wir in einem Kolloquium Ingenieure, Soziologen, Literaturwissenschaftler, Kunsthistoriker zusammengebracht haben, um dieses Thema Wasser einmal aus verschiedensten Perspektiven zu betrachten, weil normalerweise der Ingenieur immer nur die Wasserrohre sieht, und der Kunsthistoriker sieht nur die Landschaftsgemälde, wollten das einmal zusammenbringen, um ein komplexes Wissen zu erzeugen über diese Wasserproblematik und um auch, wie eingangs benannt, ein Orientierungswissen zu erzeugen. Ich zeige hier in der Mitte nochmal einen Detail aus einem anderen Gemälde von José María Velasco, wo wir sehen, wo im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts bereits diese Seenplatte zusammengeschrumpft ist zu Resten von Sümpfen und Seenresten und dann auf der rechten Seite eine Fotografie der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts, wo wir sehen, wie diese Seenlandschaft überlagert wird von Infrastrukturen, von Autobahnen. 50 Jahre später ist das alles auch komplett urbanisiert, und wo wir sehen auch, wie diese verwahrlosten Flächen in der Regenzeit dann nochmal überschwemmt werden und zu Tümpeln werden. Das ist also der drastische Wandel der Aquapolis Mexiko von Tenochtitlan bis zur Megastadt der Gegenwart. Diese Geschichte, diese drastische Geschichte, spiegelt sich in zahlreichen visuellen Dokumenten wider, wie zum Beispiel in der Grafik von Posada Ende des 19. Jahrhunderts, wo Posada zeigt, dass die seinerzeit groß angelegten hydraulischen Infrastrukturmaßnahmen nicht funktionieren und die Stadt überschwemmt wird. Mexiko-Stadt hat ja zwei große Phasen, die Trockenzeit, die jetzt gerade zu Ende geht, und die Regenzeit. Und in der Regenzeit kommt gewissermaßen die Rache der Natur, kommt die Wasserstadt zurück. Die Städte werden, die Straßen werden überflutet. Das Abwassersystem ist dysfunktional oder durch Müll verstopft. Und auf der rechten Seite zeige ich hier auch eine Fotografie des historischen Zentrums von Mexiko-Stadt aus den frühen 50er Jahren, wo die Menschen im Wasser warten. Das heißt, die Kanäle werden wieder sichtbar, erzeugen natürlich viele Probleme und zeigen, wie das menschliche Produkt im Grunde genommen der Kraft, der archaischen Kraft des Wassers unterlegen ist. Heutzutage ist vor allem die Pressefotografie das wichtige Weltbildmedium, einem Bewusstsein zu erzeugen und um diese extremen Wandel von Trockenheit zu Überflutung darzustellen. Ich zeige hier auf der linken Seite ein Pressefoto aus einem Mittelschichtenwohnviertel und auf der rechten Seite die Leitplanken, die zeigen, wo die Stadtautobahn entlangläuft. Die Stadtautobahn wird zum Kanal. Das sind alles typische Bilder des Anthropozäns, nicht nachhaltiger Stadtentwicklung, einer Stadtentwicklung, die gegen die Natur arbeitet und nicht die aquatische Struktur der Stadt in Betracht zieht. Die Rache der Natur, nur nebenbei bemerkt, ein Topos von Horaz, ist ein häufiges Motiv der politischen Ikonografie des Anthropozän, der Überschwemmung von Wohnvierteln und ganzen Landstrichen. Besonders drastisch artikulieren sich diese Überschwemmungen in der Regenzeit. Wie gesagt, die Regenzeit fängt jetzt in diesen Wochen an, in den armen Vierteln, in den Selbstbauzonen. Viele dieser Selbstbauzonen sind auf nicht adäquatem Baugrund errichtet. Auch das ein typisches Merkmal der Megalopolis im Anthropozän mit großen Slum-Gegenden, die alle auf nicht adäquatem Baugrund errichtet sind, wo Menschen
Ein Drittel der Menschheit lebt in Slums, wo Menschen unter unwürdigen Bedingungen leben und ihr Habitat richten. So ist es auch in Mexiko, wo solche Bilder entstehen. Wieder das Motiv, die Kanäle kehren zurück, oder die ganze Seenplatte, auf denen die ausgetrocknete Seenplatte, auf denen dann solche Selbstbauten entstehen, wird wieder überflutet gewissermaßen und führt zu katastrophalen und drastischen und traurigen Szenen, wie wir sie hier auf der rechten Seite in einem Pressefoto sehen, wo Menschen ihr ganzes Hab und Gut verlieren und in der Kloake versinken, weil sich dieses Regenwasser, diese Regenwasserfluten dann mit der Kloake vermengen. Sie können sich vorstellen, welche hygienischen Katastrophen sich da auch, menschlichen und hygienischen Katastrophen sich da abspielen. Hier nochmal ein weiteres Bild, was seinerzeit die Überflutung eines Seengebietes in Chalco, das ist im Südosten der Stadt, aufgenommen worden ist von einem Helikopter. Und zwar hat der damalige Präsident der Republik dann einen Helikopterflug gemacht, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen. Das heißt, ein typischer Vorgang, nicht nur in Mexiko, in allen Ländern der Welt, dass die politischen Verantwortlichen, die herrschenden Interesse simulieren und, was weiß ich, sich ein Bild der Lage machen, aber im Grunde genommen nicht agieren. Es ist voraussehbar, dass jetzt in den kommenden Monaten sich solche Bilder im Grunde genommen wiederholen. Die Stadt hat eine Entwicklungsroutine, die nicht gestoppt wird. Auch das ist nicht nur ein mexikanisches Problem, sondern im Grunde genommen ein globales Problem, der vor allen Dingen der armen Zonen in den Megastädten. Und es gibt dann verschiedene Bildmodi, das untersuche ich im Bereich der politischen Ikonografie. Ich habe dazu eine ausführliche Studie gemacht, wie Politiker sich als Beherrscher der Wassermassen präsentieren oder als verantwortliche Lenker des Staates. Beherrscher der Wassermassen, das ist ein Motiv, was wir schon in der politischen Theorie von Machiavelli kennen, was sich in der Kunst- und Ideengeschichte nachverfolgen lässt. Hier sehen wir auf der linken Seite nochmal das Hubschrauberbild. Der Präsident lässt sich über das Katastrophengebiet fliegen, nimmt Fotoreporter mit. Und auf der rechten Seite der ehemalige Bürgermeister, heute Außenminister von Mexiko, der Interesse simuliert und mit den betroffenen Bewohnern steht, natürlich gut geschützt durch die Gummihose und was weiß ich, im Gespräch ist und Lösungen vorschlägt, aber im Grunde genommen kaum etwas ändert. Es ist ein Motiv, ein internationales Motiv. Kein Politiker der Welt kann der Versuchung widerstehen, sich als Beherrscher der Masse, der Wassermassen zu präsentieren. Ein Motiv, was weiß ich, in Mexiko in der Geschichte sich in diesem Bildschemata widerspiegelt. Ein Präsident, der eine Inspektionsfahrt im Jeep im Kanalsystem unternimmt, ein Kanalsystem, das das Problem natürlich auch nicht gelöst hat, oder ein anderer Präsident, der diese riesen Schleuse öffnet und dem Volk Wasser verspricht, Trinkwasser verspricht. Das sind politische Motive. Vielleicht hier noch auf der rechten Seite. Der Ikonograph erkennt natürlich auch sofort das Motiv des Staatslenkers, des Steuermanns, das inhärent ist. Ein Motiv, was in Deutschland auch nicht ganz unbekannt ist, von zum Beispiel vom Wahlkampf 2002, als Gerhard Schröder sich als Deichgraf präsentiert hat und die Folgen der Elbüberflutung auch inspiziert hat. Ein Bild oder eine Reihe von Bildern von einem Medienereignis, das damals wesentlich zu seiner Wiederwahl geführt hat. Also nur für das deutsche Publikum einmal zu zeigen, wie global diese Bilder des Beherrschers der Massen oder des verantwortlichen und besorgten Politikers sich reproduzieren. Das finden wir auch bei Mao
oder bei Anwar al-Sadat etc. Ich habe ein umfangreiches Archiv dazu, was ich möchte das Thema nicht vertiefen. Aber ebenso ist in Deutschland das Problem, dass viele Städte, viele Anlagen auf natürlichen Überflutungsgebieten gebaut werden. Und im Grunde genommen sind es auch zyklische Katastrophen, die sich immer wieder wiederholen. Noch kommen wir zurück zu Mexiko-Stadt. Und zum Problem der Desertifikation, zur urbanen Desertifikation als ein prinzipielles Problem des Anthropozäns. Dieser Prozess der Verwüstung, es ist interessant, im Deutschen das Wort Verwüstung in dem doppelten Sinne zu gebrauchen, im Spanischen und im Englischen ist das in dieser Form nicht möglich, der vollzieht sich in unterschiedlichen Weisen. Wasser ist im Grunde genommen eine Substanz, deren Verteilung auch die sozialräumliche Segregation verstärkt. Wir sehen hier auf der linken Seite ein Luftbild von einer Luxuswohnanlage der reichen Bevölkerung, die in blühenden Landschaften lebt, mit Pools, mit baumbestandenen Parkanlagen, mit gepflegtem Rasen, mit Golfrasen. Und auf der rechten Seite eine dieser Zonen, also ca. 60% des Stadtgebiets von Mexiko-Stadt sind Selbstbaugebiete, einige davon konsolidiert, andere in dieser Form, wo Trockenheit herrscht, wo es oftmals auch keine Kanalisation gibt, keine Wasserversorgung, sondern da kommt ein Tankwagen mit Trinkwasser und die Leute kommen mit ihrem Eimer, um Trinkwasser zu holen. Das heißt, die extremen Unterschiede im Pro-Kopf-Wasserverbrauch zeigen auch die Segregation der Stadt an. Und dieses Motiv zeigt sich auch in vielen Detailbildern, wie etwa hier auf der linken Seite in einer Shopping Mall, also diesen autarken Zentren für den Konsum der Mittel- und Oberschichten inmitten der Stadtwüste. Es gibt eine dieser Shopping Malls, die zahlreich hier in der Stadtlandschaft vorhanden sind, heißt Oasis, also Oase. Das heißt, ein zynischer Gebrauch eines Wüstenmotivs inmitten der Stadtwüste entsteht ein Shopping Mall, ein autarkes, bewachtes Areal, was einen künstlichen See präsentiert, um angenehmes Klima für die Konsumenten zu schaffen. Das heißt, auch das ist ein Bild der ökologischen und sozialen Krisensituation im Anthropozän. Und dieses Bild der Oase hat einen konzeptuellen Ursprung in der künstlichen Oasenstadt Las Vegas, einer Stadt mitten in der Wüste. Ein globales Beispiel nicht nachhaltiger Stadtentwicklung. Prototypisch wird hier gezeigt, mit welchen technischen und energietechnischen Methoden mitten in der Wüste, also in einem Wüstenökosystem, ein künstliches Ambiente mit Palmen, mit Golfrasen, mit Wasserspielen erzeugt worden. Ein Ort des neobarocken Spektakels, also der Aktualität des Barocks im 21. Jahrhundert mit der Idee des spielerischen, des Spektakels und der spielerischen Selbstzerstörung, eine These von mir, die ich in einigen Publikationen ausgeführt habe, eine spielerische Selbstzerstörung durch den unverantwortlichen Umgang mit Ressourcen, zum Beispiel mit der Ressource Wasser. Das hat sich in Las Vegas zum Beispiel in zynischer Weise in diesen beiden Projekten artikuliert, im Hotel Dunes, das Mitte der 50er Jahre am Strip entstanden ist, also Dünen, ein Wüstentopos als Thema der Architektur. Man spricht ja hier vom Theming der Architektur. Ein Hotel, was weiß ich, am Strip gebaut worden ist, dann in den 90er Jahren abgerissen wurde und an dessen Stelle dann das Hotel Bellagio trag. Also Bellagio, eine Stadt im Comer See, wird hier als Fake reproduziert mit einem künstlichen See, der 3,2 Hektar groß ist
und der Wasserspiele präsentiert aus 1200 Düsen. Also man kann sich einmal vorstellen, welcher Energieaufwand dafür betrieben wird. Und interessanterweise speist sich dieser See, der See aus einem Wasserreservoir, was seinerzeit im Hotel Dunes für einen Golfrasen, für einen Golfplatz angelegt worden ist. Also auch hier wieder Golfplatz mit Rasen, der viel Wasser braucht, inmitten der Wüste. Ein extremes Beispiel, ein zynisches Beispiel nicht nachhaltiger Entwicklung. Und ein Beispiel auch für die Prototypen, für die Muster, die in Las Vegas produziert werden und dann weltweit exportiert werden. Ein Thema, was ich bearbeitet habe, unter anderem nach Mexiko-Stadt. Ich möchte auch hier nur kurz ein Beispiel dafür bringen, wie sich das Thema Oase, die mit ihrem Symbolbaum der Palme in Mexiko-Stadt artikuliert, auf der linken Seite hier im Kontext eines Shopping-Malls, einer anderen Shopping-Mall in der Zone von Interlomas stehen diese Betonscheiben mit der Silhouette von Palmen. Das ist also das Extrem, zu dem wir kommen, wo der Topos Wüste in der Megastadt interpretiert wird. Das sind Aspekte, die ich in meinem Buch der Visual Epidemics, also der visuellen Epidemien, dargelegt habe, wo ich die ökoästhetischen Atmosphären dieser Krisenstadt Las Vegas untersucht habe und auch wie sie dann nach Mexiko-Stadt gewissermaßen übertragen werden. Ich komme nun zur letzten Kategorie und bringe hier Erde und Feuer zusammen und zeige noch einmal dieses Luftbild, was Sie nun schon mehrmals gesehen haben. Melanie Smith, eine britische Künstlerin, die lange in Mexiko gelebt hat, hat einen Hubschrauber gemietet 2002 und hat dann eine Serie von Luftaufnahmen gemacht, Videos, Gemälde, also eine Installation produziert und ist in Spiralen über diese endlosen Bebauungsteppich geflogen. Ich möchte das aber hier jetzt nicht in ästhetischer Hinsicht interpretieren, sondern eher in Hinsicht auf einen ökologischen ein ökologisches Problem der Versiegelung von den Oberflächen. Also nochmal zur Erinnerung, wir sind ja hier auf ungefähr 2300 Meter Höhe und die umgebenden Vulkanberge Popocatépetl und Iztaccíhuatl gehen bis zu 5400 Meter Höhe. Und die Stadtfläche ist komplett versiegelt, das heißt mit allen Folgen, Kontamination, Wasser kann nicht abfließen, was wir im Bereich der Kategorie des Wassers gesehen haben. Und der Bebauungsteppich, der ergießt sich in die Berglandschaft. Das heißt, Mexiko ist ja ein Land mit sehr hoher Geodiversität, hoher Biodiversität und Geodiversität, aber das Zivilisationsprodukt Stadt in seiner unkontrollierten Form des Selbstbaus der sogenannten Colonias Populares, der Selbstbausiedlung der Slums, erdrückt zunehmend diese Geodiversität. Auch das ein symptomatisches Bild des Anthropozäns. Das heißt, die vom Menschen erzeugte Masse erdrückt die Biomasse. Das ist hier auf diesem Luftbild zu sehen. Und es entsteht ein sogenannter Junk Space. Junk Space, ein Begriff von Rem Koolhaas, also ein Müllort, der sich vor allen Dingen in zwei Typologien artikuliert. Einmal in diesen Clustern von Büro- und Apartmenthäusern, wie wir es hier auf der linken Seite sehen, in der Zone von Santa Fe. Auf einer ehemaligen Müllhalde gebaut, entstehen dann diese erste Weltstädte, die Business Districts und auf der rechten Seite die endlosen Slumsiedlungen, die dann über die Hügel schwappen, gewissermaßen sich ausbreiten und die Berge schrittweise dann auch erobern. Das alles basierend auf einem gigantischen Transformationsprozess, auf einem Prozess der Produktion von Zement. Ich zeige das hier unten
mit einer Fotografie aus den 50er Jahren, einer Ingenieursfotografie. Ich habe in diesen Fotografien gearbeitet. Es gibt ein fantastisches Archiv, habe 40.000 dieser Bilder mir angesehen. Es sind fantastische Dokumente für die Ökogeschichte von Mexiko-Stadt. Wir sehen hier, wie Landschaft aufgefressen wird, zu einer ökonomischen Ressource reduziert wird. Erodiert, gewissermaßen menschlich, menschengemacht erodiert und in der Zementproduktion, ich hatte es schon im Bereich Luft erklärt, entstehen tatsächlich, steht ein hoher Grad an toxischer Emission. Und so entstehen solche Stadtbilder, solche so paradigmatischen Stadtbilder der Megastadt im 21. Jahrhundert, endlose Flächen, aufgeständerte Stadtautobahnen, Werbetafeln. Ich habe ja in dieser Kommission mitgearbeitet, die versucht hat, diese Werbetafeln etwas zu reduzieren, was kaum möglich ist, ist alles, das meiste ist illegal, korrupt, kaum so möglich. Und dann diese generische Architektur mit den Glasfassaden, Glas-Aluminium-Fassaden, das ist das Stadtbild, was sich artikuliert und was die Erde in Besitz nimmt, was die Erde überzieht, die Geodiversität, wie ich das gesagt hatte, schon erdrückt. Teil dieser geologischen Problematik, mit der ich mich ja beschäftige, auch in Zusammenarbeit mit Geophysikern meiner Universität, ist die Stadtentwicklung auf nicht geeignetem Baugrund. Theoretisch muss bei jedem Neubau ein geophysikalisches Gutachten eingeholt werden. Aber Fakt ist, dass die Immobilienkonzerne, die Baukonzerne im Grunde genommen politische Macht haben und durch Korruption oft dann diese Auflagen nicht erfüllt werden, sodass solche menschengemachten Katastrophen sich zeigen, wie hier auf der linken Seite dieses Neubauprojekt von Luxus Apartments, was gesperrt werden musste, weil der Erosionsprozess zu schnell voranschritt, oder auf der rechten Seite auch. Es wird an Orten gebaut, die geophysikalisch inadäquat sind. Das heißt, das bezeichnet einen Prozess der Selbstzerstörung in der Stadt, gegen die Kräfte der Natur geplant, ohne grundlegendes Wissen, was schon in der Architekturtheorie Vitruv promoviert hat. Bevor ich baue, muss ich mir erstmal den Baugrund ansehen. Ich muss sehen, wo kommt der Wind her, welche Charakteristika haben die Erde, wo läuft das Wasser. Das alles scheint vergessen, ist nur noch eine eindimensionale, technische, korrupte Planung von solchen Projekten. Das ist ein Charakteristikum nicht nur von Mexiko-Stadt, sondern von vielen Megastädten der Welt. Die sogenannte Rache der Natur zeigt sich auch in Erdlöchern, die sich manchmal, die sich drastisch schnell öffnen und auch viele Immobilienprojekte in Frage stellen, wie hier auf der rechten Seite Erdlöcher, die Einblicke in die Deep Time der Geologie, der Erdgeschichte ermöglichen und diese extremen Kontraste zeigen zwischen der geologischen Zeit der Erde und der kurzen kulturellen Zeit, in denen wir gerade jetzt im vergangenen halben Jahrhundert immer stärker nicht nachhaltig, nicht adäquat bauen. Wir sehen hier auf der rechten Seite, auch über dieses Bild habe ich einen ausführlichen Aufsatz gemacht, wo wir das Motiv haben, Selbstbaugebiet konsolidiert mit ornamentalem Aufwand, mit der Balustrade, der neobarocken Balustrade, von der die Bewohner ihren eigenen Untergang ansehen können bei einem sich öffnenden Erdloch. Das sind diese widersprüchlichen und paradigmatischen Bilder, die sich zeigen. Ich kann vielleicht noch einmal erwähnen, viele dieser Erdlöcher entstehen in den Zonen des ehemaligen Seengrundes, der im Grunde genommen für Bebauung untauglich ist. Mexiko-Stadt ist auch ein Erdbebengebiet. Vielleicht haben Sie alle noch in Erinnerung die Bilder, die 2017 im September durch die Nachrichten gingen. Ich selbst war auch davon betroffen, zum Glück nicht schlimm. Ich wohne in einem achten Stock. Meine Wohnung schwankte wie ein Schiff.
Es war keine angenehme Erfahrung, aber ich wohne zum Glück auf Festland. Wir sehen hier auf der rechten Seite eine geologische Karte. Das Interessante ist, wenn man einmal diese geologische Karte mit den prähispanischen Karten in Übereinstimmung bringt, dann weiß man genau im Grunde genommen, wo der Seengrund war, wo Häuser vulnerabel sind, wo es absehbar ist, dass solche Erdbebenschäden, wie sie hier auf der linken Seite sich zeigen, zu erwarten sind, wo sogenannte sich Gräben auftun, auf Spanisch heißt es Fallas Geológicas, wo es absehbar ist, dass im nächsten Erdbeben, was ja nicht voraussehbar ist, es kann jetzt in diesem Moment während meines Vortrags passieren oder in einem Jahr oder in 3 Jahren, wir wollen hoffen, dass es jetzt nicht passiert, wo es voraussehbar ist, dass da strukturelle Schäden entstehen, die aber von dieser Immobilienwirtschaft, von der Bauwirtschaft ignoriert werden, weil es einfach nur darum geht, die Stadt zu entwickeln und immer wieder neue Bauflächen zu erschließen. Selbst nach dem Schockereignis des Erdbebens von 2017 geht eigentlich die Maschinerie weiter und es wird weiterhin gebaut. Und es entstehen sogar solche neuen Wohnhochhäuser, das ist jetzt gerade kürzlich fertiggestellt worden, die im Grunde genommen die tellurischen Kräfte herausfordern. Das heißt, wir haben auch wieder dieses Motiv der eindimensionalen Stadtentwicklung, des eindimensionalen Denken der Ingenieure, denken, wir können alles, alle Probleme können wir lösen mit neuesten technologischen Mitteln. Es gibt da interessante Mittel, vor allen Dingen, die in Japan entwickelt worden sind, mit flexiblen Strukturen etc. etc. Es ist weit vorangeschritten. Es ist nicht mehr so wie auf der linken Seite, wie diese Gebäude, diese Skelettbauten der 60er Jahre, die im Erdbeben zu Schrott werden, sondern es gibt schon intelligentere Methoden, aber das Prinzip dahinter ist im Grunde genommen eindimensionale, nicht nachhaltige Stadtentwicklung und Architektur. Planung, was im Grunde genommen ständig fortgeführt wird. Ignoranz der natürlichen, der grundlegenden Bedingungen, der terrestrischen Bedingungen, das, was Bruno Latour auch in seinem terrestrischen Manifest gesagt hat, völlige Ignoranz der Grundlagen, eine der Grundlagen, der geologischen Grundlagen unseres Lebens. Ich komme jetzt zur Kategorie Feuer, die ich ja in die Kategorie Erde mit reingebracht habe und zeige Ihnen hier eine Aufnahme auch dieser Zone Chalco, der hyperurbanisierten Zone in Chalco und ein Vulkan, Chico heißt ein erloschener Vulkan, wo sich der landwirtschaftlich genutzt wird. Tuffstein ist ja ein sehr gutes, nährhaftes Gestein für landwirtschaftliche Aktivitäten. Wir sehen hier, wie dieser Bebauungsteppich an den Kraterrand kommt. Mexiko hat ja so eine transvulkanische Kette von Westen nach Osten mit 10.000 Vulkanen. Das heißt, Vulkane sind ein geomorphologisches Identitätsmerkmal von Mexiko. Aber die Realität ist, dass zunehmend diese geologische Erbschaft, also diese Deep Time, diese Monumente der Deep Time, die zugleich Monumente auch der Erdentstehung sind, der Erdentstehung durch Vulkanismus, zunehmend ignoriert werden und von der Stadtmasse gewissermaßen aufgesaugt und zerstört werden. Das ist ein sehr traurig und fast nicht verständlich, weil es seit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zahlreiche interessante Ansätze gab von Künstlern, diese vergessenen Vulkanorte des Tuffsteins, der Zonen, wo diese typische Vegetation entsteht, diese auf trockenen Gebieten, diese Zonen künstlerisch aufzuwerten. Wir sehen hier auf der rechten Seite den Maler Dr. Atl Jarado Murillo, der bekannteste Vulkanmaler in Mexiko. Hier malt er einen Vulkanausbruch in Echtzeit, nicht in Mexiko-Stadt, sondern in Paricutin. Und auf der rechten Seite eine Fotografie des weltweit berühmten Fotografen Armando Salas Portugal. Es gab Poeten, die diese Lavalandschaften beschrieben haben, Maler, Diego Rivera, viele andere Maler, die alle dazu beigetragen haben, dass so eine Art Bewusstsein über den Wert dieser Vulkanlandschaften entsteht und dass sie sogar zu einem nationalen
Identifikationsmerkmal wurden, ein ganz interessanter Prozess der künstlerischen Sublimierung von charakteristischen Geolandschaften. Die Realität sieht anders aus. Ich hatte das am Beispiel dieser Luftaufnahme von Chalco gezeigt. Es gibt ein weiteres Problem, und das zeige ich hier an einem Vulkan, der im Stadtgebiet von Mexiko-Stadt ist, eigentlich als Naturschutzgebiet eigentlich geschützt ist, aber de facto erodiert wird durch die Tuffsteingewinnung. Auf Spanisch heißt es Tezontle, oder genauer gesagt ein mesoamerikanisches Wort, Nahuatl. Tezontle ist dieser Tuffstein, dieser rötliche Tuffstein, der zum Beispiel in großen Mengen für die Anlage von Landepisten benutzt wurde. Und seinerzeit ist ein neuer Flughafen begonnen worden. Das heißt, ein Vulkan, der als Identitätsmerkmal, als Naturdenkmal geschützt ist, verschwindet sukzessive. Es ist kein Einzelbeispiel, sondern viele dieser Berge, Tuffstein, verschwinden, weil es ein ökonomisches Gut ist. Und ich zeige hier auf der rechten Seite eine Fotografie des Gebietes, wo dieser Flughafen angefangen worden ist, ist dann von dem neuen Präsidenten gecancelt worden, zum Glück, weil er auf dem Seengrund des Texcoco-Sees geplant worden ist. Und da liegt nun dieser Tezontle, das heißt auch wieder ein Transformationsprozess, typisch für das Anthropozän. Natursubstanz wird umgewandelt in menschliche, in Konstruktionssubstanz. Natursubstanz ist kein eigener Wert mehr, was man hier ganz gut sehen kann. Und ähnlich ein großes Problem des Anthropozän ist ja das Energiekonzept. Wir verbrauchen zu viel Energie, fossile Energie, und dies hinterlässt Spuren in der Landschaft. Ich hatte das Bild schon gezeigt. Wir haben ja ein Projekt gemacht, ein Ausstellungsprojekt, das ich auch gerne in postpandemischen Zeiten in Deutschland einmal zeigen möchte. Ich bin offen für alle Vorschläge, und ein Buch über den mexikanischen Gegenwartsfotografen Fernando Cordero, der Landschaften und Architekturen fotografiert und auf subtile Art und Weise zeigt, welche Schrift der Mensch in den Landschaften hinterlässt. Hier eben gesagt die Anlage einer Gaspipeline in einem wunderbaren Gebiet mit Regenwäldern, mit Geodiversität nordöstlich von Mexiko-Stadt. Das heißt, unser Energiekonsum hinterlässt diese Spuren in der Landschaft, führt zu Erosionsprozessen und zu zahlreichen anderen Zerstörungsprozessen in der Landschaft. Also ein paradigmatisches Bild des Anthropozäns. Dieses Problem der Hyperurbanisierung ist überall im Umfeld der größeren Städte in Mexiko zu finden, so auch in Pachuca. Das ist die Hauptstadt von Hidalgo, einem nördlich, nordöstlich gelegen von Mexiko-Stadt, einem Bundesstaat. Ich zeige hier auf der linken Seite auch, wie sich diese Bebauung in die Bergwelten hineinfrisst, wie solche und unten links, wie solche generischen Landschaften entstehen. Wir sehen da die Autobahn, den Selbstbau, die Werbetafeln und hinten der erodierende, der angefressene gewissermaßen Berg. Aber zum Glück ist es nicht nur alles negativ. Ich habe ja hier gewissermaßen ein Horror-Szenario-Panorama vorgeführt, sondern es gibt auch interessante Aktivitäten, wie zum Beispiel das Projekt des Geoparks UNESCO. Geoparks, an dem ich auch mitarbeite. Ich hatte gesagt, der Beobachter ist auch Akteur. Ich versuche, wenn möglich, an Projekten konkret mitzuarbeiten, wie etwa hier im Geopark Comarca Minera, das heißt in Hidalgo, in der Zone ehemalige Bergbau, Silberbergbau und einer fantastischen Geodiversität mit basaltischen Prismen und so weiter, ist eben dieses Projekt gestartet worden, von der UNESCO anerkannt, um Landschaften zu schützen, was eigentlich konzeptuell absurd ist. Natur ist in einem ständigen evolutiven Prozess, und Natur zu schützen, festzuhalten, ist absurd, aber gegenüber solchen dem Flächenfraß der Siedlungen ist es notwendig, für die kommenden Generationen diese Geo- und Biodiversität zu erhalten. Und das alles basiert, Herr Munoz hatte das ja schon gesagt,
auf der Idee von Alexander von Humboldt, auf seiner konzeptuellen Erbschaft der Geoästhetik, der Ökoästhetik, der Verbindung von naturwissenschaftlicher und ästhetischer Forschung, von naturwissenschaftlicher und ästhetischer Erkundung der Landschaft. Ein Aspekt, der für mich sehr, sehr wichtig ist in der Zusammenarbeit mit Geologen und Biologen. Und ein Aspekt, den wir zu Humboldts 250. Geburtstag in einem Kolloquium erörtert haben, zur Mountain Aesthetics and Ecology, wo wir einfach gezeigt haben, wie aktuell die Forschungen von Humboldt sind mit seinem Blick, der auch ein ästhetischer Blick auf die Landschaft ist und so verschiedenste Facetten einer Problematik erläutert. Anthropozän, nochmal wiederholt, ist nicht nur ein naturwissenschaftliches oder ein politisches Problem, sondern auch ein Thema der Geisteswissenschaften, wo wir uns alle an einen Tisch setzen und fragen, welche Prozesse finden statt und wo wir auch dieses archaische Politikum beobachten. Deswegen spreche ich von politischer Ikonografie, weil die menschengemachte Alteration der Erde seit dem Holozän ist eigentlich das archaische Politikum überhaupt auf der Erde. Und damit möchte ich meinen Panorama-Vortrag beenden. Hier noch Informationen zu meiner Homepage und einige meiner Texte sind bei Academia abrufbar. Und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen und Sie können mir auch gerne schreiben, wenn Sie was spezifisch interessiert, und im Rahmen der Möglichkeiten versuche ich auch zu antworten. Ganz herzlichen Dank.